Hallo YouTube, heute bewerten wir auf dem Zweitkanal alle Craftech 10 Basen. Ich habe hier so eine Liste angefertigt, die ist mehr oder weniger alphabetisch angeordnet, aber auch nicht, weil ja, am Ende steht er vor, keine Ahnung. Wir werden jede Base von 0 bis 10 bewerten und dann werden wir schauen, wer die beste Base meiner Meinung nach hat. Okay, nach langer Suche haben wir Basti Zocks Base gefunden, direkt unter Crocodile Andys Burg. Und mein Chat hier unten darf mitvoten, wie wir die Base finden. Von 0 bis 10 könnt ihr entscheiden. Und zum Schluss gebe ich dann meine Meinung noch ab. Okay, wir haben hier ein Obsidian-Haus mit coolem Kopf. Anscheinend hat er es nicht mal selber gebaut, sondern ist von Crocodile gebaut. Deswegen, okay, was voten wir? Von 0 bis 10, was ist eure Meinung zu dieser coolen Base von Basti Zocks? 4 von 10, 0, 1, 0, 3, 2. 3, kein Inhalt, Digga. Für mich ist das, ja, eine klare 0 von 10. Der ist einfach 0 von 10. Und wir machen weiter. Und weiter geht's zu Basti GHG, dem König von Craft Attack. Der, ich bin auch so paranoid immer die ganze Zeit. Okay, es könnte jetzt sein, dass Basti GHG gerade zuschaut. Hallo Basti, wenn du das siehst. Ha, ich bewerte gleich deine Base. Ich zitter schon. Ja, Basti sagt so oft, dass er mich irgendwie streamen sieht, aber ich bemerke das halt nie, wenn er da ist. Digga, ich zitter immer innerlich. Okay, wir sind hier angekommen bei der königlichen Pyramide von dem König Basti GHG. Okay, von außen, wir schauen uns gleich noch die Innereien an, aber außen absolut geil. Dieses Konzept von wegen, wie er das einfach gebaut hat, einfach geil, auch selbst so ausgedacht, das finde ich geil. Die Farbpalette ist einfach unique, geil, alles ist hier dran geil, alles geil, 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 von außen viel Aufwand und das sieht man auch. Und jetzt schauen wir nochmal drin nach, wie es drin aussieht. Ehrlich gesagt, ich war sehr lange nicht mehr hier unten drin. Und ich weiß gerade nicht, wie es gerade aussieht. Aber, hä, wo bin ich hier? Digga, ich bin übel verwirrt von der Decke. Aber es sieht geil aus, oder? Schon allein, dass man diese Muster dort von unten so irgendwie so durchsieht, so leicht. Und dann noch diese Endshots, ist einfach geil. Ist einfach geisteskrank. Das Aquarium, ich glaube, das wird noch abgeändert, weil das klar sieht ass aus. Aber wenn das so runtergezogen wird, ich würde hier persönlich noch so ein Fade fühlen von dem schwarzen in das Glas rüber, so dunkelgrau, schwarzes Glas, irgendwie so ein Fade runter. Aber ansonsten geiles Aquarium. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, warum jetzt hier auf einmal noch so Fische dort unten schwimmen, aber alles, was die macht, ist geil. Wände sind geil und ich glaube, da kann noch sehr viel geiler Stuff dazukommen. Deswegen, Chat darf jetzt wieder schreiben von 0 bis 10, wie finden wir Basti GHGs Base in Craftech 10? Was sagt ihr von 0 bis 10? Okay, da haben wir eine 8 aus 10, der wird ja erstmal aus dem Chat gebannt, Mom. Wait, ich habe den falschen gebannt. 10 natürlich, 11 von 10, 10 von 10, 11 von 10, 10 aus 10, ihr habt absolut recht. Basti GHGs Base 11 aus 10. Und damit hat er es schon gemoddet. Wir können das Video eigentlich beenden. Spaß. Okay, wir befinden uns jetzt bei der Base von Blizzor. Keine Ahnung, was der hier gemacht hat. Es ist irgendwie ein sehr großer Kreis auf dem Meer. Was passiert, wenn ich hier drücke? Wait. Hä, was hat der Junge hier gemacht? Wait, ist das besser als die Base von Basti GHG? Wait, hier habe ich Angst, was zu drücken irgendwie. Was passiert, wenn ich hier... Wait, kann ich den umlegen? Was passiert jetzt? Ich glaube, wenn das hier unten noch so zu wäre, dann wäre es noch geiler, der Effekt, dass man hier einfach so ein Loch machen kann. Und irgendwie regeneriert sich das selber. Das irgendwie... Ich will es nochmal machen. Kann ich das jetzt nochmal machen, wenn es zu ist? Alles klar. Wir fliegen kurz mal nach oben für den Effekt. Ich sehe schon, also von außen jetzt, von oben ist es halt, okay, sind halt viele Kreise und es ist halt groß. Das ist nicht so beeindruckend, hätte ich jetzt gedacht, aber das hier alles unten, das halt noch so unterirdisch weitergeht, hier mit der Öffnung, ist schon sehr geil, sehr, sehr geil, finde ich. Okay, Chat darf wieder entscheiden von 0 bis 10, was geben wir hier dieser Base bis jetzt? Also wie gesagt, wenn hier noch zu wäre, damit man das Loch nicht sieht, das wäre geistkrank, aber ich gebe dem, glaube ich, wie Chat auch sagt, eine 8 aus 10. Und ich glaube, das hat Potenzial zu einer 10 aus 10. Aber aktueller Stand 8 aus 10. Aber es wird safe noch eine 10 aus 10. Von wem ist die Base Blizzor? So, jetzt ab zu Caravas. Yalla. Okay, wir sind angekommen bei Caravas Base. Also glaube ich zumindest. Ich glaube, das von ihm.
Aber ich glaube, das ist das erstmal alles, was er hat. Dieses nachgebaute Ancient City-Ding hier. Ja, Kistenlager, aber mehr ist hier gerade auch nicht, glaube ich. Ja, konzeptionelle Idee ist schon nicht schlecht so. Wenn es halt dann auch noch fertig wird, so kann ich mir schon gut vorstellen, dass es halt schon geil aussieht. Aber bis jetzt ist halt noch nicht so krass so, wenn man so drüber nachdenkt. So, was sagen wir zu dem aktuellen Stand, so von der Idee her? Ich weiß nicht, was er sich bei der Plotwahl gedacht hat. Ist halt so, ja, Stein, ne? Ich gebe dem Ganzen, glaube ich, eine... Ja, Chat sagt so 6, 5. Ich würde drunter gehen auf 4. Also jetzt stand jetzt 4 von 10. Okay, wir sind hier angekommen bei Heiko. Und, ja, wir haben hier einen großen Minion, großen Plankton, großen Rufus. Und ein großes Loch. Also das Ding ist halt, okay, Heiko tut mir halt ernsthaft unironisch leid, weil alles, was er jetzt ab jetzt bauen wird noch, wird halt einfach umgebaut, so instant in der Nacht, solange Stegi noch streamt. Andererseits muss ich halt sagen, als die Dinger hier noch nicht so standen, so eingekleidet, finde ich, hatte Heiko sich auch ein bisschen selbst getrollt, weil die ganzen Türme sahen halt auch schon vorher aus wie so, keine Ahnung, so PS5. Ja, ist eigentlich schon ein Upgrade von dem, was hier gemacht wurde. Aber ist halt unique, ist halt geil, fittet halt alles so zusammen. Aber größtenteils hat das halt auch alles stehen gebaut, aber ist ja egal. Ja, ist schon funny. Hier haben wir hier immer noch Loch mit Schalker-Lager. Ja, was geben wir der Base? Also ich würde halt gerne noch ein bisschen was von Heiko selber sehen, so vielleicht, also da kommt safe noch was so. Aber aktuell ist halt ein bisschen so auf Meme alles, aber sieht halt auch nicht schlecht aus. Ich gebe dem, glaube ich, eine 6 aus 10. Und wenn Heiko dann selber noch was baut, geht das obvious nochmal was, also hoch. So, Klim, ich habe keine Ahnung, wo Klim baut. Wo baut er? Ich glaube, wir haben es gefunden. Ich glaube, das ist die Insel von Klim. Also sieht so danach aus. Also ist das die Base bis jetzt? Oder hat er noch irgendwie was versteckt? Da ist eine fliegende Insel drüber. Oh, ich verstehe. Warum habe ich die nie gesehen? Ist halt eine fliegende Insel bis jetzt. Und das wird wahrscheinlich noch eine Insel. Nur bis 10 reinschreiben, was geben wir Klim Space bis jetzt? Ist halt jetzt obvious noch nichts Krasses, aber so wie ich Klim kenne, geht er halt über Late Game krass. Ich glaube, bis jetzt ist es halt... Also besser als die fliegende Insel von Wichtiger letzte Season. Deswegen bis jetzt würde ich sagen... Ich würde sagen 3 bis jetzt. 3 passt eigentlich. Okay, Crocodile Andy Space, da waren wir ja eben schon am Anfang. Jetzt schauen wir seine Burg an. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine Burg. Geil. Und hier drumherum? Nichts. Geil. Bisschen Mauer. Okay, Chat, was geben wir ihm? Wir schauen nochmal hier rein. Ja, drin sieht halt schon geil aus, so. Ist halt schon so nett gemacht, so. Ist halt jetzt nichts übertrieben Großes bis jetzt. Bisschen Kisten, bisschen Karte, bisschen dies, das. Aber ist halt so eine Burg halt von außen betrachtet. Ja, ist halt nicht schlecht so, aber im Vergleich zu anderen halt auch jetzt nichts, was so raussticht irgendwie. Aber besser, auf jeden Fall besser als einige andere hier. Das muss ich ihm geben und es sieht halt schon vollständiger aus als bei anderen. Gesamt Basic 5, boah, ich hätte auch bis jetzt zu einer 5 tendiert, auf jeden Fall. Ist halt obvious auch noch nicht fertig, aber ich hätte hier auf jeden Fall, ja doch, eine 5. 5 wäre fair im Vergleich zu den anderen. Ja, aber ich glaube, 5 ist gerechtfertigt für das, was es bis jetzt ist und von der Idee her auch. Ja, komm, wir geben auch eine 6, komm. Bei Heiko ist halt eine Troll 6 und hier ist halt so eine Reader 6, so passt. Okay, Devitor ist nächstes, jalla. Der baut ja immer sehr, sehr technische Sachen. Ja, das sticht halt schon krass raus, dieses Neon-Orange, Neon... Grün. Aber ich glaube, so wenn das so richtig big noch wird, könnte es halt echt geil aussehen. Also wenn er so richtig übertreibt, so mäßig. Wenn er so richtig übertreibt hiermit und genau diesen Style so beibehält, könnte es schon krass kommen, so. Joa, ne? Aber das ist eine Mobform hier, glaube ich. Ist schon ein uniker Style, so. Aber ich würde sagen, wenn er halt richtig heimgeht damit. Ich glaube, es ist fair, ihm auch eine 6 aus 10 hier zu geben. Ist halt so der Anfang, so wie bei Andy so. Ist halt nochmal so ein eigener Style, so. Und ich könnte... auch krasses Potenzial hier noch sehen, wenn er so richtig übertreibt und richtig krass hier noch weiterbaut in dem Style mit den Pipes und so. Boah, ihr wollt eine 7? Ja, okay, ich gehe mit 7. Wir können ihm eine 7 geben. Ja, ist okay. Gehört dieses Portal noch zu Zander und Early? Würde ja Sinn ergeben, wenn das zu denen gehört irgendwie. Ist halt so süße kleine Dorf so mäßig. Maybe, wenn hier noch so ein bisschen alles mehr zusammen wäre und ein bisschen mehr, also... Checkt ja, wenn so ein bisschen kompakter alles wäre und ein bisschen mehr von so Zeug da wäre. Also ist auf jeden Fall sehr sweet, sehr detailreich, das gefällt mir so.
Es müsste halt nur irgendwie noch mehr, noch kompakter alles sein. Aber so, was jetzt schon da ist, ist halt ganz sweet so. Es würde halt echt krass kommen, wenn halt so wie so ein kleines Dorf so entstehen würde, was halt so, ja, wie gesagt, sehr kompakt wäre. Hier ist noch so ein bisschen viel, viel Freiraum dazwischen. Ja, schreibt ihr erstmal eure Meinung, 0 bis 10, was geben wir? Ich glaube, jetzt ist es fair, eine 6 aus 10 zu geben, für das, was es ist bis jetzt. Das könnte halt unter Andys Burg so stehen, das, was hier steht. Gehen wir noch eins runter? Ja, ich glaube 5, weil sie zu zweit sind und Andy alleine baut. Ja, 5 ist, glaube ich, fairer. So, als nächstes... Fabo als nächstes. Ja, okay, Fabo will irgendwie einen krassen... schwarzen Golem bauen. Das könnte halt schon sehr geil kommen. Ich glaube, die Schultern hat er jetzt neulich weitergebaut. Lange Zeit war er hier irgendwie Stillstand. Aber ich glaube, es könnte halt echt krass kommen, wenn ihr hier noch ein bisschen so mit Terraform arbeitet, dass der halt echt geil in dem Berg drin sitzen könnte. Die Mauer drumherum, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber es könnte halt auch so ein geiles Village so werden. So drumherum, wenn er hier schon damit angefangen hat. Ne, die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Auch, dass es halt so ein Berg drin ist. Oh, hier hat er auch schon gebaut. Ja, okay, das wird dann so wie so ein Dorf drumherum. Ne, finde ich eigentlich ganz geil. Das sehe ich auf jeden Fall. Ist halt jetzt auch nicht so weit. Aber ich würde sagen, Idee... Weiß nicht, ich gebe hier auch eine 6 bis... Ja, 5. 5 oder 6, ich weiß nicht genau. 5 oder 6. Eine 5. Weil der Kopf ist schon geil und die Idee mit dem Golem im Berg ist geil. Und man sieht, dass hier drumherum noch was gebaut wird auf jeden Fall. Damit fängt er jetzt wahrscheinlich an. 5 ist fein. Also hier ist anscheinend Flocke. Ja, ziemlich weit weg von allen im Eisbiom. Ja, okay. Nee, also ich finde es eigentlich geil, dass sie so ein bisschen weiter wegfahrt von allen. Im Eisbiom ist auch nice. Die Mauer sieht halt ganz nice aus bis jetzt. Also das ist auch das Einzige, was hier schon steht. Plus halt der Weg. Ich glaube, das könnte echt noch sehr krass kommen. Es wird halt so eisfestungsmäßig. Idee ist schon cool, so, was halt da ist. Ist halt obviously noch nicht fertig. Ich würde wie bei Klim sagen, so 3 aus 10. Ist halt so genauso wie bei Klim, der aktuelle Stand. Und Idee ist halt, ja, 3 bis jetzt, ja. Was ist das hier von Iosa? Hä, was macht ihr hier? Was soll das überhaupt werden? Okay, anscheinend ist das hier das Loch und ja, was auch immer das ist von Iosa. Ich glaube, der war ja anfangs auch bei Mad City dabei. I guess das gehört auch noch dazu oder so. Joe. Okay, ja, okay. Wenn das von Iosa und Joe ist, dann aktualisieren wir das kurz. Iosa / Joe. Und bis jetzt halt, ja, es hat ein Loch und ein bisschen Stone Bricks. 2 aus 10. Okay, jetzt bewerten wir Mad City im Allgemeinen, also jeder, der halt da drin ist und da baut. Ich bin sehr, sehr großer Enjoyer von diesen Towern hier, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den Style, wie die gebaut sind, auch sehr, sehr geil. Allgemein, dass hier halt einfach so Dirt genommen wird und Matt und das so kombiniert wird, finde ich sehr geil. Also dieser Tower zum Beispiel übergeisteskrank oder er hier oder ja, das halt, ja, das auch. Und es wird ja immer weitergebaut. Hier auch sehr nice. Allgemein auch ja, die Einrichtung hier, Details, ist überall nice, überclean gebaut. Finde ich sehr, sehr geil. Und dass halt so eine ganze Stadt da draus gebaut wurde. Das ist halt schon, meiner Meinung nach, ja, kann man eigentlich schon eine 10 aus 10 geben. Allgemein, was hier noch so für Farmen drin sind. Okay, hier ist halt noch ein bisschen trashig so, sind halt nur Dirt Tower, aber es wird ja eh noch abgeändert, denke ich mal. Also für mich ist schon Mad City. Okay, wir geben ihm 9,5 aus 10, weil manches noch nicht so clean aussieht und noch nicht fertig ist. Aber es kratzt auf jeden Fall an der Perfektion, deswegen easy 9,5 aus 10. Find's geil, dass die neuen Blöcke so integrieren, ja, true. Also allgemein halt erstmal, dass aus Dirt gebaut wird, ist erstmal stark. Plus halt noch neue Blöcke integriert werden. Aber hier sind wir bei JB und Kunga. Ich glaube, die sind gar nicht mehr so aktiv hier. Am Anfang, in den ersten Tagen, habe ich ein bisschen was mit denen hier gemacht, weil meine Starterbase ja direkt dort drüben ist, wo auch die Eisenfarmen sind. Ja, ist halt, ja, Starterbase mit Farmen, bisschen Villager, bisschen dies, das. Aber, ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt noch viel kommen wird von denen. Aber, ja, ist halt eine cleane 1 aus 10, so, ist halt so der Anfang. Juhu, Server in der Stadt, wo müssen wir als nächstes hin? Hugo, oh je. Okay, wir sind bei Österreich angekommen, bei Hugo Space und
Oh, scheiße. Ja, es sah auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es schon mal besser aussah oder ob das jetzt so der Peak ist von dem, was hier mal gebaut wurde. Selbst das Haus, was er neu gebaut hat, ist schon kaputt. Die Kirche ist weg, das Haus von Heiko ist weg. Hier ist. Die Seilbahnstation ist weg, das ist alles kaputt, alles kaputt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es mal hier ausgesehen hat. Ja, das Haus ist halt cool so. Ist halt so eins zu eins, glaube ich, nachgebaut von irgendeinem YouTube-Video. Ja, hier sind ein paar Löcher drin. Die Axolotl, das ist meine Schuld, die habe ich dahin gemacht. Ja, doch, ich glaube, es sah schon mal besser aus auf jeden Fall. Aber ich bin überzeugt davon, dass hier noch was Cooles entstehen wird auf jeden Fall. Also, das wird safe noch besser. Da hab ich Vertrauen in ihn, dass er hier noch was Cooles baut. Bis jetzt, was geben wir Hugo bis jetzt? Man muss halt dazu sagen, dass halt sehr vieles wieder kaputt gemacht wurde und nicht nur von ihm. Ja, wenn man so alles betrachtet, ist halt schon eigentlich so mindestens eine 5, aber gerade aktueller Stand ist halt eine 3. Hier haben wir die Base von Kev, ist irgendwie so ein Tower. Wait, was hier? Wait, was ist das hier? Villager, cool. Okay, er hat anscheinend einen großen Turm gebaut. Ich glaube, das hat Stegi oder Heiko gesagt, erinnert das irgendwie so an Herr der Ringe, so mäßig, wie der Tower aufgebaut ist. Ah, das fühle ich. Ich glaube, das könnte echt strong kommen, wenn halt noch mehr solche kleinere Türme daneben sind, die halt wieder so in anderen Türmen enden, so wie hier das ist. Das wäre halt echt strong, wenn das halt so weitergeführt wird. Das ist halt wie bei Debitor, wenn auf Masse so viel von dem gleichen Style gebaut wird, wäre halt wieder krass. Okay, was geben wir dem Turm? Ihr könnt wieder in Chat schreiben, 0 bis 10, was geben wir dem Turm? Oder allgemein dem ganzen Konstrukt hier. Hä, echt eine 7? Das hat alles ein Block nur. Wait, wir können keine 7 geben. Nein, 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 das Quatsch, das Quatsch. Warte, was haben wir zum Vergleich hier? Also es ist 4. über 3, aber unter 6 auf jeden Fall. Eine 4 wäre hier fair. Ich glaube, eine 4 ist fair. 4,5. Sagen wir 4,5 bis jetzt. 4,5. Nebelniger als nächstes. Hat er was gebaut? Hat er irgendwas gebaut? Hi, was ist denn Hi. los? Ich brauche deine Auskunft, wo der Prime Tower sich befindet. Was willst du da machen? Ich bewerte alle Craftwerk 10 Basen. Gerade Gerade ist machen Nebelnik wir alle da. Ich Tower. weiß nicht, ob der also eine eigene hat. Hier ist Prime Tower. Okay, wir sind angekommen beim Prime Tower. Anscheinend ist er von Romator und Nebelnik, aber da Nebelnik, glaube ich, nichts anderes hat, bewerten wir einfach das von ihm. Erinnert mich irgendwie an die Zahnbürste von Faber's letzter Shufflecraft-Tech. Der ist 1 zu 1 dieser Turm, oder? Ja, was sieht geil aus. Ist halt ein weißer Tower und innen ist halt bisschen was gebaut. Es ist halt, okay, das ist halt das einzige Ding bis jetzt, was so schon fertig ist, glaube ich. Und dafür ist halt geil. Was ist hier noch? Sind das alle Prime-Subs, die reingekommen sind? Können Leute mit Prime bitte hier reinsubben, weil ich gerade im Prime-Tower bin? Das wäre supi, bitte, bitte, ich brauche halt Geld. Okay, entweder ihr subbt mit Prime jetzt rein oder ich nehme Casino-Deal an. Was wollt ihr? Wollt ihr, dass ich Casino streame oder dass ich weiter Craftex streame? Ihr könnt entscheiden mit einem Prime-Sub. Mach mal bitte die Musik an. Ja. Funktioniert das? Dankeschön, Dolly von Prime Sub, der Retter des Streams. Nur wegen dir streame ich kein Casino. Keine Ahnung, ob das jetzt fair ist, Nebelnik so zu bewerten. I guess, das passt schon. Wir geben ihm hier eine stabile 5 aus 10, weil ist halt ein fertiges Gebäude. Ist halt jetzt, also ja, ist halt groß. Sieht halt an sich cool aus, aber halt auch jetzt nichts Krasses. Ja, komm, scheiße, wir machen weiter. Nächster, No Risk. Dann schauen wir mal, was der gebaut hat. Okay, jetzt kommen wir zu dem Trauerspiel des ganzen Videos. Das ist die Base von Norsk hier. Das ist eine Wolke mit Kisten und einem Bett. Das ist seine Base. Wie finden wir die? Surely wird halt hier noch irgendwie was Krasses gebaut und da kommt sicher eine riesige Wolkenstadt noch hin. Deswegen, also ich sehe das Potenzial hier drin auf jeden Fall. Komm, wir geben ihm eine 1. Aber es wird nicht besser, es wird nicht besser. Wir kommen jetzt zu meiner Base, die sich direkt darunter befindet. Zum Glück rendert die Kacke nicht. Ja, das bis jetzt, was ich hier gebaut, also ne, ich habe nicht mal was gebaut. Das Ding ist halt, es ist so unfair, das alles, was ihr hier seht, es ist halt nicht mal von mir. Ich habe hier einfach nur meine Kisten, mein Portal hingemacht, das war's. Das alles, was ihr seht, diese Unordnung, dieser Kack, das ist halt nicht meine Schuld. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann werdet ihr diesen Samstag ein Video auf dem Main Channel sehen, wie ich eine richtige Base bauen werde. Dann könnt ihr nicht mehr sagen, dass ich keine Base habe. Deswegen, ich gebe mir selber ganz klar eine 10 aus 10, weil ich einfach geil bin. Wie kann es sein, dass du 200 Stunden auf dem Server verbracht hast, aber nur ein hässliches Loch als Haus hast? Das weiß ich selber nicht. Okay, wer ist der Nächste? Revi.
Okay, wir sind bei Revi angekommen. Man munkelt, also das kann wichtiger Basten in seiner 50 Mythen Crafttech Bast Serie. Er könnte mal den Mythos basten, ob Revi das alles selber gebaut hat oder ein unterbezahlter Mitarbeiter von ihm, der immer offstream hier drauf joint und weiterbaut. Wie gesagt, das überlasse ich wichtiger, die Frage zu beantworten. Scheiß drauf, es sieht halt echt, echt geil aus, was hier auf Revis Grundstück entstanden ist und vielleicht noch entstehen wird. Unironisch finde ich es sehr geil, was hier steht. Sehr organisch finde ich geil. Der Style ist cool. Habe ich noch nicht gesehen im Crafttech. Ist halt einfach sehr hübsch, sehr detailreich. Könnte sogar noch detailreicher sein. Aber so bis jetzt, was hier so steht, also im Vergleich, was wir dort zu sehen bekommen, wir können ihm eigentlich eine 8 aus 10 geben, oder? Ist eine stabile 8 aus 10. Wen haben wir als nächstes? RGB-Pixel. Ist RGB-Pixel irgendwie jemand, der was eigenes gebaut hat, oder ist der Mad City hinter Mad City, also westlich davon? Okay, wait, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das hier? Ist das RGB? Ey, wie kreativ, einfach eine Pyramide. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hey, krass, ich glaube, er ist der Einzige, der eine Pyramide gebaut hat in Crafttech. Wir haben halt eine Pyramide mit Farm drin und aus Sandstein ist die gebaut. Hat halt auch wahrscheinlich sehr viel in Mad City gemacht und macht jetzt so sein eigenes Ding. Wir müssen mal schauen, was geben wir ihm? Ist halt noch nicht fertig. Ist halt so ein Kev-Ding. Bisschen besser als Kev auf jeden Fall. Wir können ihm eine 5 geben. Ich glaube, das ist fair im Vergleich zu den ganz anderen. Ne? 5 von 10. 4? Sag dir eine 4. Aber wir haben Kev zum Beispiel eine 4-5 gegeben mit seinem Tower. Es sind halt noch ein paar Farmen drin. Ich glaube, eine 5 ist fein. Und so kacke sieht es halt auch nicht aus bis jetzt. Also ist halt der Anfang so. Riol, der ist Format City. Okay, ich glaube, das hier ist von Riole, das alles hier. Der hat einen Baum, der irgendwie aus 10 verschiedenen Holz angebaut ist. Okay. Dann haben wir eine kleine Base, bisschen Teich, bisschen noch ein Haus. Ist hier irgendwas Cooles im Keller? Das ist krass. Kann mir auch jemand 446 Euro donaten, bitte? Das wäre super. Ja, gut, ist halt ein Keller so. Ist halt ein Keller. Hier haben wir bisschen Starterbase so. Ist irgendwas in dem Baum drin eigentlich? Nee, ist einfach ein Baum ohne Blätter, okay. Was geben wir ihm? Ich glaube, da kommt halt auch noch ein bisschen was, aber ich würde halt sagen, Hugo hat halt eine 3, so. Man kann es eigentlich mit Hugo vergleichen, so. Nur, dass halt hier nichts gesprengt ist, so. Aber ich glaube, so eine 3 bis jetzt, eine 3 ist valid hier. Wird halt obvious noch geiler wahrscheinlich mit dem Baum. Vielleicht baut er auch so haustechnisch noch was anderes. Ist halt noch vom Anfang so. Syntika als nächstes. Die ist neben Basti. Übrigens, ich habe offstream mal für Syntika eine Elytra gefarmt und sie verkauft an sie. Überteuert. Ich bin so ein Ehrenmann. Okay, wir sind hier neben dem König Basti GRG bei Syntika. Sie hat hier sich neben Basti hingepflanzt. Keine Ahnung, was das hier wird, aber das wird bestimmt cool. Wir haben hier so kleine Haus so. Man muss halt dazu sagen, Sitika, wahrscheinlich letztes Mal Crafttech 8 irgendwie Minecraft gespielt. Ich weiß gar nicht, hat sie letztes Jahr was gemacht? Ich weiß gar nicht. Nee, oder? Ja, ihr müsst halt euch so vorstellen, okay, ihr spielt so das erste Mal Minecraft so gefühlt und baut dann das hier so. Das muss man halt im Auge behalten. Ändert wahrscheinlich nicht seine Bewertung, aber wir geben ihr. Komm, wir machen eine 2. Ist halt besser als eine Wolke, so, deswegen müssen wir eine 2 geben. Jetzt kommt Stegi dran. Der ist zum Glück in der Nähe. Was ist das hier? Wait, ist das von. Ist das nicht von Sascha sogar, das Ding hier? Schuhe, das von Sascha, oder? Wait, den adden wir noch schnell hier in die Liste. Sascha Huber. Nee, der andere. Die Story war so, dass Basti diesen Diamantblock irgendwie hier so versteckt hat, mäßig. Keine Ahnung, warum da jetzt ein Glas drüber ist. Und dann hat er gemeint, keine Ahnung, ob den jemand findet. Also ich habe ihn ja jetzt gefunden so. Also der war ja legit versteckt für jemanden, der den dann irgendwann findet. Und ich habe ihn halt jetzt also gefunden. Also kann ich den ja jetzt auch behalten, würde ich sagen. Also klar, der wurde halt schon vorher gefunden irgendwie wegen dem Glas. Aber ich bin halt jetzt der den, mitnimmt. Also das hat jetzt... Jungs, der wird gut investiert im Casino. Egal, wir gehen jetzt zu Stegi. Ah ne, sein Base müssen wir noch bewerten. Ja, komm. Wo ist er? Ist besser als die Wolke. Es ist nicht so krass wie die Base von Syntika, deswegen 1,5. Jetzt zu Stegi. Hier ist Stegis Base.
die hoffentlich irgendwann gesprengt wird. Hallo Stegi, was würdest du sagen von 0 bis 10? Was ist deine Base? 10! Sicher? Warum? Argumentier ja. mal. Okay, ich kann es dir ganz, ganz genau erklären. Nicht nur optisch, nicht nur ästhetisch habe ich hier die Vorhand auf jeden Fall. Ich meine, schau dich mal um mit Shader. Ich weiß nicht genau, ob du einen Shader anmachen kannst, aber so solltest du mal einen Shader anmachen. Geht nicht. Okay, das ist halt erbärmlich, weil mit Shader ist es halt verdammt, verdammt krass. For real. Dann kauf mir einen PC. Es ist architektonisch sehr, sehr gelungen, finde ich. Es ist Freestyle gebaut. Du wirst das Gebäude nirgends im Internet finden. Ich habe es einfach random in diesem Open-End-Stream komplett hochgezogen. Vom ersten Stein ist jeder Baustein, jeder Step im Videos, im Stream sichtbar gewesen. Es war am Anfang ein Turm, alles andere ist danach entstanden. Ich habe hier kreative Sachen integriert, das stimmt, die das krass. Passend sind. Aber auch das hier oben zum Beispiel, das hier oben ist mit Shader absolut krass. Okay, ich werde jetzt deinen Stream öffnen. Ich kann Shader auch selbst nicht anmachen. Ich habe immer Angst, dass mein Stream abstürzt, leider. Das ist das Problem. Okay. Aber mit Shader, ach komm, soll ich drücken? Nee, ich komme nicht. Ich habe keine Lust mehr, Streams neu zu schauen. Mann, ist so scheiße. Aber das ist ja nur der eine Aspekt. Klar, ich bin noch nicht fertig, aber du darfst ja jetzt in so einer frühen Base-Store noch nicht bewerten, ist etwas schon fertig oder nicht und da dementsprechend viele Punkte geben. Für den momentanen Stand, glaube ich, ist es halt wirklich eine richtig saftige Base. Oh, aber es ist nicht nur der Aspekt mit der Optik, nein, es kommt ja auch die Storyline dazu. Die Storyline ist, ich bin hier angekommen, es lag ein Zeitmeister tot am Boden und ich habe seinen Job übernommen. Wir sehen hier die Uhr, die permanent mit Uhren befüllt werden muss. Das ist halt eine Sache, ein Sinn, den ich dieser Base gebe, den bis jetzt ich noch nie in der Base geben konnte. So, es läuft noch immer, du siehst, die Lampen sind immer noch alle an. Hier, das Katana liegt da noch und das Fass ist immer noch da. Wir können nach unten gehen. Allein schon durch diese Funktion finde ich die Base halt for real meine beste bis jetzt in allen Craftworks, die ich je hatte. Das wirklich muss ich auch Abstand. Sagen. Weil, guck mal hier, du siehst hier, ich meine, ich nehme den Shit ernst und das ist nicht alles, ne? Hier unten, also ich glaube insgesamt sind es jetzt schon so irgendwie 10 Stacks TNT, die hier überliegen. Oha. So, ich nehme den Scheiß for real ernst. So, ich will das durchhalten, durchgrinden und halt regelmäßig meine Uhren befüllen. Ich habe noch keine einzige Uhr von Villagern genommen oder aber von einer Goldfarm. Ich farme mein Gold noch immer per Hand, eben weil das ja die Aufgabe so ist. Und hier drinnen führe ich jetzt mittlerweile auch Logbuch. Kannst hier das Logbuch öffnen. Mhm. Also hier. Kannst immer so schauen. Da überprüfe ich immer, ob meine Berechnungen halt stimmen. So, du siehst die ganzen Tage, Uhrenspeicherlog und ja. Ich habe irgendwie Angst, hier drin zu sein. Ja, das ist ein beklemmendes Gefühl hier, ne? Ja, okay. Eben. Und das ist halt so, das ist jetzt so die Base und ich finde das halt, ich mag das selbst so, dass ich dem Ganzen jetzt so einen Sinn gebe irgendwie. So, das ist, normalerweise ist es schwierig, Sachen Sinn zu geben, weil du halt letztendlich einfach nur eine Minecraft-Base hast und die schön baust und jemand sagt, so, ich bin fertig, jetzt machen wir was anderes. Aber durch diese Uhr bin ich halt gezwungen, bis Craft Attack 11 hier theoretisch regelmäßig mich einzuloggen und diese Base zu bauen, weil sobald der Server aktiviert ist, läuft der Timer. Stimmt, das hat so niemand bis jetzt. Da hast du recht. Ja komm, dann muss ich ja eigentlich... Eine 9 von 10 geben, du Pedder. nee, ich habe halt Basti eine 11 gegeben, jetzt muss ich dir eigentlich eine 12 geben. So. Also, mit einer 10 bin ich auch zufrieden, das reicht mir voll. Okay, mach mir eine 12. Weil du halt noch den Aspekt hast, den niemand anders hat, mit dem Sinn dahinter. Komm, du bekommst eine 12. Weil es auch krass aussieht. Und lass uns jetzt zu Heiko gehen, dann kriegt Heiko eine 13. Nee, der hat schon eine 6 bekommen. Ey, aber okay, aber da war ja auch ich dran schuld. Ne? Ja, das habe ich auch so gesagt. Okay, wir sind angekommen bei Sparksburg und irgendwie hat sich krass viel getan, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ja, schau mal, allein das hier sieht übertrieben geil aus. So, wenn Crocodile Andy sich dann hier noch so ein Beispiel dran nimmt, das wäre heftig. Also Spark grindet den Shit ja auch, wie viel Zeit der hier reinsteckt. Aber es ist halt geisteskrank, wie viele Details und wie viele Gedanken da reinfließen. Das ist halt schon sehr nice. Das Einzige, was mich halt stört, aber das Meckern auf hohem Niveau, ist halt wieder... Oh nein, Ordnungsamt. Enemy spotted. Hallo. Hallo. Ich schaue mir gerade alle Basen an. Und okay, ich habe das gerade schon mit Stegium gemacht.
Was würdest du deiner Base geben von 0 bis 10 so selber? Auf die Base. Da muss ich, da brauche ich eine Messskala. Ich kann nicht einfach sagen, irgendeine okay. Zahl. Ich brauche einen Vergleich. Von welchen Leuten willst du einen Vergleich haben, die ich jetzt schon bewertet habe? Boah, keine Ahnung. Also die haben sich alle selbst bewertet, oder was? Nee, die habe ich gemacht. Also Stegi hat selber gesagt 10 aus 10 bei sich. Ich habe zum Beispiel... Boah, wen können wir... Also Heiko habe ich 6 von 10 gegeben. Debit von der 7, Fabo 5, Mad City insgesamt 9,5 aus 10, Revi eine 8, ja, Hugo eine 3. Das ist generell schwer zu sagen. Das kannst du nicht machen. Jemand, der seit 200 Stunden an seiner Base baut, ist klar überzeugt von der, weißt du? Oh mein Gott, also, da bin ich biased. Da kann ich logischerweise keine neutrale Bewertung machen. Nee, das soll auch keine neutrale sein. Das soll eine. Subjektive von dir selber sein jetzt, von deiner Base. Bist du zufrieden? Bist du 10 aus 10 zufrieden mit deiner Base bis jetzt? Also wenn es an die, pass auf, wenn es an die eigenen Ansprüche geht, würde ich sagen sogar 11 von 10, weil ich am Anfang nicht gedacht habe, dass ich überhaupt so weit komme oder dass das am Ende so aussieht. Okay, das ist ein Statement. Alles klar. Genau, das ist eine Ansage an die eigenen Ansprüche. Also das hat sich so ergeben. Über Zeit und über Basteln ist das Ergebnis besser geworden, als ich am Anfang überhaupt gedacht habe, weil einfach, keine Ahnung, mit der Zeit passieren da Dinge. Ja, stimmt. Okay, nee, ich habe auch schon gesagt, ich finde es krass, wie viel Zeit und Gedanken du hier reinsteckst. Ich finde es sehr detailreich, sehr, also vor allem auch groß ist wieder geworden. Und finde ich sehr cool. War von Anfang an der Gedanke, so eine Burg zu bauen? Oder ist das auch erst entstanden? Königreich. Königreich, okay. Also ist ja nur der Berg hier und das sind so 20%, es kommt ja noch die Stadt. Okay, das ist motiviert. Genau. Ich bin jetzt gerade bei den Ländereien unten und da hinten das komplette Birkenbiom wird noch voll, wahrscheinlich mit einer Stadt an. Boah, ja okay, krass, nee, also Stand jetzt würde ich dir ja auch eine 10 geben, easy eine 10. Okay, also wie gesagt, meine Bewertung war nur anhand meiner eigenen Ansprüche. Alles klar. Jungs, sagt ihr auch eine 10? Was ich noch sagen wollte, bevor wir mit Spark geredet haben, es ist halt ja wieder mal eine Burg so. Also so die Idee, also es sieht halt extrem geil aus so, aber von der Idee her ist es halt wieder nur eine Burg, die man schon so 100.000 Mal gesehen hat. Das ist das, was du als erstes baust, was du, also wenn du so dran denkst, jo, was baue ich jetzt in Minecraft, so eine Burg und so alles. Klar kommt noch so ein bisschen drumherum sowas, aber trotzdem halt so für das, was es ist, ist halt eine 10. Komm, 10 aus 10, damit ich nicht aus Craftech gekickt werde. Okay, wir sind hier bei Trimax angekommen. Fast halt alle Leute, die hier irgendwie mit was zu tun haben, Chef Struppel, Reapers, G-Time, Trimax, so alle mit in diese Bewertung ein. Ja, ich glaube, hauptsächlich hat hier krass viel G-Time gebaut. Aber egal, das fällt alles unter Warden Gang. Okay, wir fangen hier mit Warden an. 10 aus 10 Projekt ist geisteskrank. Wieder mal ein sehr cooles Projekt. Der eine oder andere verdient sich seine ganze Miete mit dem Ding. Grüße genauso an Fabo. Ja, an sich, der Style ist halt einfach geil so. Das G-Time, das so übernimmt, das halt nicht so kacke aussieht wie letzte Season. Also, es sieht halt einfach nice aus so, hat seinen eigenen Style. Deswegen, wir geben dem Ganzen... Komm, wir haben Mad City eine 9,5 aus 10 gegeben. Deswegen geben wir dem auch eine 9,5 aus 10. Ist halt vielleicht nicht so das krank ästhetischste, wenn man alles zusammen betrachtet, aber so einzeln betrachtet ist halt schon geil und halt sollte einfach groß sein. Wait, gibt's hier noch Wände, die glatt gemacht werden müssen? Komm, das sind easy 10 Subgifts für die Stelle hier. Oh, das ist ein bisschen viel. Oh, das ist noch sehr viel. Okay, Trimax, ich mach das alles glatt, was du dorthin siehst, für 50 Subgifts. Weil das halt Deep Slate ist. 50 Subgifts mit Juper, 200 Subs. Ich baue alles per Hand ab mit Holzspitzhacke. Nein, 250 Subs. Ich baue die ganze Wand glatt nur mit Holzspitzhacken. Okay, Charmix, ich baue das alles glatt hier nur mit Holzspitzhacken. Das ist alles Deep Slate, gönn dir. Für 300 Subs mache ich das alles glatt nur mit Holzspitzhacken. In 24 Stunden. Komm, 300 ist die Miete bezahlt. Boah, 300 Subs sind gar nicht so viel, oder? Okay, Charmix, 500 Subs und ich mache diese ganze Wand hier noch glatt, aber nur mit Holzspitzhacken. Dieses Stück hier, das Stück, alles nur mit Holzspitzhacken. Habe ich gerade Holz dabei?
Wait, okay, wir können mal testen. Hier, das ist eine Holzspitzhacke, unenchanted. Schauen wir, wie lange die Kacke dauert. Weil ich hab noch Haste. Okay, Haste kannst du gönnen, wenn du willst. 500 Zaps und ich baue das alles hier nur mit Holzspitzhacken ab. Komm, mach 600. Ja, habe ich die jetzt schon bewertet? Ja, okay, nächster Veni. Okay, wir sind ja bei Veni angekommen. Irgendwie erinnert mich das an eine andere Base. Ich weiß nicht welche, aber egal. Veni sieht sehr geil aus, auf jeden Fall. 10 aus 10 und seine Base auch ganz nett. Kleiner Spaß. Wenig mitbekommen irgendwie in letzter Zeit. Irgendwie hat er das in einem Tag hier hochgezogen, das ganze Gebäude. Aber dafür ist halt ultra geil. Hier hat er auch noch so kleine Häuser gebaut in dem Wald rein. Und da meinte er, dass er halt auch noch mehr davon bauen wird, so rundherum. Deswegen, ich sehe da sehr großes Potenzial noch. Und allgemein sieht das jetzt schon sehr, sehr krass aus. Hier, kleiner Spoiler für ein upcoming Video. Hier, das hat er mir gezeigt. Das kann ich alles bekommen für ein Großprojekt. Aber dafür müsst ihr auf dem Main-Channel die Videos abchecken, die bald kommen werden. Okay, was geben wir Veni? Von 0 bis 10, was sagt ihr? Chat, darf ich jetzt noch einmal reinschreiben? Von 0 bis 10, was geben wir Venis Base hier? Sieht halt schon geil aus. Ich gebe ihm, glaube ich, hier bis jetzt 8. Ich hätte auch eine 8 gesagt. Auf jeden Fall eine 8 und hat Potenzial zu einer 10, wenn hier dann noch so ein bisschen wie hier Wald drumherum kommt, mit den Häusern im Wald. Veni ist da. Wait, Veni, bist du hier? Hallo? Was für 8 eigentlich? Ey, ich hab gesagt mit Luft nach oben, das kann easy eine 10 werden noch. Aber aktueller Stand so. Was, ja, aber was wenn ist du jetzt da einfach mal die Wand anguckst, sowas von den Dingen und alles, ist schon. Ja, das ist 10, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn's fertig ist es dann 10. Ja, richtig. Also nur die Wand, wenn es nur die Wand wäre, so, dann halt 10 so. Aber schau mal, das hat halt irgendwie noch keinen Boden so richtig. Ja, es wird auf jeden Fall eine 10, wenn du so weitermachst. Okay. Perfekt. Okay. Hab mich gefreut. Ja, das meinte ich vorhin am Anfang des Streams. Bei Basti, ich habe so Angst die ganze Zeit. Es kann halt sein, dass irgendwie random so Leute einfach zuschauen und dann sage ich irgendwas und dann ich zitter. Wen haben wir als nächstes? Bruh. Ja, komm, noch zu Wichtiger. Seit Tag 1 steht hier diese Insel von Wichtiger. Also sieht halt nicht kacke aus, so. Keine Ahnung, ob er das so auf Quick so aus YouTube-Tutorial nachgebaut hat. Aber es sieht halt, ehrlich gesagt, halt einfach nicht schlecht aus. Ist halt jetzt nichts Großes so, aber auch eins der Gebäude, die halt schon final sind, würde ich sagen. Und dafür ist halt ganz nice, so wie es halt bis jetzt aussieht, würde ich sagen. Komm, was geben wir ihm? Geben wir ihm eine 7, eine stabile, eine 6, eine 6, eine 6, 6,5, ich glaube 6,5 ist fair. Ist halt fertig, ist halt aber klein, aber dafür sehr detailliert, ist halt, ja komm, 6,5 passt. Digga, Faro, du hast einen fucking schwarzen Golem-Kopf mit paar Schultern dort, eine Mauer drumrum, ein Feld, das war's. Digga, natürlich wird deins noch besser bewertet im Endeffekt am Ende, wenn es halt mehr ist. Es ist noch nicht fertig. Ja, deswegen ist es ja nur eine 5, weil es noch nicht fertig ist. Das ist ja das Ding. Veni auch nicht fertig, aber kommt auch. Ja, weil Veni noch nicht fertig ist und halt besser aussieht als dein Golem-Kopf. Ich sag ja, wenn dein Golem-Kopf fertig ist und das alles, dann ist obvious sowas im 10er-Bereich. Okay, 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 okay. Hier ist die Base von Issa. Hier habe ich auch schon einige Male ein bisschen... Wait. Ich wollte gerade sagen, ich habe da ein bisschen mitgeholfen mitzubauen und jetzt sehe ich diesen Kühlschrank hier. Wait, das ist nicht mein Kühlschrank, den ich gebaut habe. Sie hat ihn einfach weggemacht und neu gebaut. Ist okay. War zu hässlich, ich weiß nicht. Wait, ich muss kurz drauf klarkommen. Was ist das hier? Achso, eine Trapdoor. Minecart und Cauldron, oder? Hopper Minecart, also okay, Isas Haus, die beschäftigt sich sehr, sehr krass mit jedem einzelnen Detail. Das Ding stand auch mal andersrum. Ich finde sehr geil, wie sie sich so Gedanken macht und alles. Und allgemein kann sie, okay, das ist kaputt. Allgemein gibt sie sich sehr viel Mühe und es sieht halt auch einfach krass aus bis jetzt. Was geben wir ihr? Ist schwierig, weil es ist halt auch noch nicht fertig so. Aber aktueller Stand, würde ich sagen, ist halt noch so Bauprozess so. Man sieht halt, dass hier noch viel gebaut wird. Aber ich würde sagen, hat Potenzial auf jeden Fall für eine 10 aus 10. Ich würde sagen, wir geben ihr die gleiche Bewertung wie Veni. Das ist halt so auch der Stand von Veni, würde ich sagen, noch nicht fertig. Aber krass, was jetzt schon da ist. Wie ist Matzi den neuen
1,5, wenn sie eine 8 bekommt, lol. Hey, Mercedes ist ja obvious besser, 1,5 besser. Und Mercedes haben ja auch mehr dran gebaut. Und wie gesagt, es kommt halt nicht auf die Größe drauf an. Also Größe ist ja scheißegal. Ich könnte hier auf dem kleinen Bereich irgendwas Krasses bauen, was halt viel, viel geiler ist als, keine Ahnung, Bassis Pyramide. Es kommt ja auf das Gesamtbild und so an. Trash-Bewertung, das ist die einzig richtige Bewertung. Also das ist die offizielle Craft-Tech-Base-Bewertung. Jeder andere ist falsch. Okay, das ist der Haifisch von Einfach Gustav. Ja, ist halt ganz unique so. So ein Haifisch ist halt ganz cool so, der halt so aus dem Teich kommt. Also nicht kommt, sondern halt also rausschaut. Hier hat er so ein bisschen Lager, die ist das. Hier ist nix, okay. Bisschen Nether Room, bisschen, keine Ahnung, was das ist, bisschen Bett. Ja, okay. Nee, das war's anscheinend. Ja, okay. Ja, ist halt klein, süß. Kommt halt nicht an meine Base ran so. Ist halt kreativ, ist halt was Neues. Es sieht halt final aus, das ist halt so das Ding. Es sieht halt so aus, als wäre das schon fertig, so das Ding. Deswegen, ich würde sagen, eine 5 aus 10 ist hier gerechtfertigt. Wichtiger hat 6,5, das ist nur ein Haus. Ja, und Gustav hat nur einen Haifischmaul, das aus dem See kommt und unten halt ein Lager. Da ist das Haus halt krasser. Digga, können wir kurz mal festhalten, ist das hier von Erfur? Ist das von Erfur? Okay, Erfur hat halt ein TikTok-Portal und Kisten. Ja, geil, okay. Jungs, der scheiß drauf, komm, 1 aus 10. Nee, eigentlich können wir Erfur keine 1 geben, wenn Sascha 1,5 hat. Wir geben Erfur eine 2. Hier, das ist die komplette Übersicht, falls wen juckt. Das ist offizielle Craft-Tech-Bewertung. Und ja, jetzt lasst ein Like da, abonniert den Kanal für mehr Daily-Videos auf dem Zweitkanal.